Guten Tag, mein Name ist Maria Tange. Einige kennen mich ja schon. Ich bin die Inhaberin vom Point of Skin Kosmetik Institut in München mit einer eigenen TV-Serie, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich auch meine Kunden und auch Interessenten und viele damit erreichen kann mit der gesunden Hautpflege von Dr. Baumann. Und ich habe heute mir einen Gast, ich kann sagen, einen ganz lieben Kunden mittlerweile eingeladen. Ich möchte mit ihm ein bisschen plaudern. Das ist unser Herr Christian Pehler, freier Journalist und Filmemacher. Aber was mich besonders interessiert, Herr Pehler, wie sind Sie denn auf die Bionomic Kosmetik gekommen? Das erzähle ich jetzt quasi gar nicht, oder? Also ich habe mich halt schlau gemacht, wie man Cremes und Duschgels und Kosmetikprodukte auch verwenden kann, ohne dabei halt Stoffe drin zu haben, die ich persönlich auch gar nicht so gut finde. Ja. Also ich ganz persönlich auch nicht so gut finde, weil ich auch nicht so gut darauf reagiere. Also zum Beispiel Parabene oder auch künstliche Duftstoffe und so weiter oder auch Konservierungsstoffe. Ja. Und natürlich auch Kosmetikprodukte oder eben halt Gesichtscremes, die ohne tierische Inhaltsstoffe sind. Und da habe ich, ganz ehrlich, da habe ich schon ein bisschen gebraucht, weil ich auch nicht wusste, wie ich das suchen soll und also welche Schlagwörter man da so eingibt. Ja. Und dann bin ich aber dann doch nach einer gewissen Zeit auf Sie und die Dr. Baumann-Produkte aufmerksam geworden. Wunderbar. Ich muss sagen, das war eine Bereicherung für mich, weil der Herr Pehler ist ja nun wirklich ein sehr kritischer Mensch. Er hinterfragt, er recherchiert und ihn zufriedenzustellen, das war mir schon besonders wichtig. Vor allen Dingen auch, Herr Pehler hat uns jetzt um diese Zeit durch diese Sonnenemulsionen so sehr interessiert. Weil Sie haben jetzt Ihre Haut mittlerweile mit Skin Ident, hautidentisch, sehr schön herausarbeiten können. Man kann sehen, die Haut ist seidig, matt, schimmernd. Und da war Ihnen jetzt der Lichtschutz schon ganz besonders wichtig. Sie sind ja auch viel im Ausland, müssen auch andere Klimaverhältnisse ertragen und wegstecken. Und man möchte ja nicht unbedingt durch Inhaltsstoffe in Sonnenemulsionen die Haut schädigen, wie es üblicherweise auf dem Markt zu beobachten ist. Und da war Ihnen schon ganz besonders wichtig, dass Sie mit der Sonnenlotion von Skin Ident, haben Sie doch, erzählen Sie uns doch bitte, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit dieser Kombination Sonnenlotion, die vornehmlich aus Vitaminen und so weiter. Also ich habe ja mehrere, ich habe ja nicht so eine prachtvolle Frisur wie Sie, Frau Tange, sondern habe ja gar keine Haare mehr. Und da schmiere ich mir natürlich immer Sonnenblocker drauf, ja, weil nämlich die Sonneneinstrahlung da ja ständig halt eben drauf fällt. Ja. Und da habe ich den 30er und das ist ja so ein Blocker. Kann man schon sagen, Und der hinterlässt natürlich schon auch so einen leichten weißen Film am Anfang. Das finde ich aber gerade total gut, weil eben, wenn man, bei sich 4-5 Stunden dann in der prallen Sonne steht, vielleicht auch in etwas südlicheren Gefilden eben, dann ist es auch wichtig, dass da wirklich so ein Schutz halt einfach drauf ist. Den kann man gerne auch am Anfang noch ein bisschen sehen. Und ansonsten haben Sie mir ja das empfohlen, diesen Sonnenschutzfaktor 6 in dem gelben Flashline. Und in Kombination mit dem After-Sun-Produkt ist das super. Das schmiert halt nicht, es zieht schnell ein, fühlt sich gut an, ich vertrage super, kriege auch keinen Sonnenbrand. Aber ich bin eh nicht ein Typ, wenn ich nicht muss, dann gehe ich auch nicht 4 Stunden in die Sonne. Also ich schaue schon mal, dass ich irgendwie halt maximal halbe Stunde oder Stunde oder was und dann in den Schatten auch komme. Und wenn ich im Urlaub bin, selbst dann bin ich nicht der Typ, der sich da in die Sonne legt den ganzen Tag. Also das bin ich einfach nicht der Typ. Sie sind, wenn ich das festhalten darf, auch nicht bereit, sage ich mal, eine Haut vorschnell altern zu lassen, nur weil Inhaltsstoffe in Emulsionen enthalten sind, die eindeutig die Haut schädigen. Ja, nee, sowieso nicht. Das lehnen Sie total ab. Und wenn Sie was ich mal so witzig finde, ist halt, wenn Sie Sonnencremes kaufen, also ich möchte mich da ja gar nicht irgendwie über andere Produkthersteller jetzt auslassen, aber kann man sich ja selber mal anschauen. Da sind dann in den Sonnencremes zum Beispiel so Parfümstoffe drin und wo ich mich dann immer frage, ist, ich meine, das ist ja auch bei normalen Gesichtscremes, da frage ich mich dann, was der Sinn dahinter ist, dass man sich ein Parfüm ins Gesicht schmiert. Ja? Man kann ja ein Aftershave benutzen oder was, aber sich, also ein Parfüm, irgendwelche
vielleicht sogar mega scharf wirkenden ätherischen Öle, so Geraniol oder so heißen die dann, oder ja, Linolol, das kennen wir wahrscheinlich noch besser, was der Sinn ist, sich die ins Gesicht zu schmieren. Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Ja. Und das ist auch bei ganz vielen Sonnencremes. Ja, das ist halt so dieser Markt, und Sie sind drauf gestoßen, dass man eben bei der Dr. Baumann, bei der Bionomen Kosmetik für die Haut, diese Inhaltsstoffe alle nicht verkraften müssen auf der Haut. Nee, die sind also ja gar nicht drinnen, genau. Die sind überhaupt nicht enthalten, und man kann von Anfang an sagen, dass wir über die Sonneneinwirkung und die Lichtschutzemulsionen so konzipiert bekommen haben von der Dr. Baumann Forschung, dass man also tatsächlich ein Produkt, wenn ich hier zum Beispiel den Lichtschutzfaktor 30 nehme, für diese Gegenden, die Sie geschildert haben, verwenden, dass wir dann also absolut sicher sind. Da brauchen wir also keinen stärkeren Lichtschutzfaktor, weil den kauft man sich ja oft ein mit der Gefahr von den Inhalten. Und da ist mir dann schon lieber, ich habe einen 30er, wo ich 98% abdecke, und die 2%, die stören mich da nicht. Und wenn man in Ländern sind, wo wir also schon darauf achten müssen, mit Nachcremen, ne, dann sprechen wir ja auch immer darüber, dass wir also genau verstehen, wie wir die Haut schützen und pflegen, sodass wir im Nachhinein keine Alterung der Haut hinnehmen müssen. Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Frage, weil Sie sind immer so pfiffig drauf, wenn Sie da bitte, Entschuldigung, sorry, mir da Antwort zu geben. Manche Kunden sagen, und Verbraucher, ja, es ist tatsächlich so, dass sie immer irgendwelches Brennen im Schleimhautbereich in den Augen haben, dass Kinder oft beim Spielen mit Sonnenemulsionen dann über das ganze Schwitzen dann die Sachen reinbekommen. Wie könnten Sie sich vorstellen, dass man das jetzt trotz Sport, also ich spiele Tennis, ich bin optimal gepflegt, habe meinen Lichtschutzfaktor drauf und möchte nicht, dass der brennt und in die Schleimhaut reinkommt. Wie könnten Sie sich vorstellen, Herr Pehler, dass Sie das verhindern können oder möchten? Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Ja, das ist richtig, das ist ja ganz schwierig, weil durch die Kriechbewegung, wenn wir eine Emulsion auf die Haut geben, ist ja über die Kriechbewegung auch immer die Gefahr, dass eine Sonnenemulsion auch in die Schleimhäute reinkommt. Jetzt müsste man sie ja theoretisch aussparen, sag ich mal. Na, wenn ich jetzt da nicht reinkommen soll mit meinem Lichtschutzfaktor, dann müsste ich schon da unten pattern, na, und das dann so gut einarbeiten, ja, und eine gute Grundlage also für die Emulsion schaffen, dass sich das schön verbindet, dass es nicht zu stark weißelt, weil ich muss die Haut auch ein bisschen vorbereiten. Und dann fällt mir dazu noch ein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mich jetzt gut mit dieser Emulsion versorgt und ich würde jetzt mal Jogging machen oder irgendeinen Sport und ich fange ja schwitzen an, ne? Dann kann es mir passieren, man trägt ja auch ein Schweißband, um den Schweiß abzuhalten, aber mal angenommen, es wird mir reingehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da in diese Region reinkommt und dann brennt. Das ist unweigerlich der Fall, weil die Schleimhaut kann eben diese Reaktion zeigen, auch wenn die Inhaltsstoffe überhaupt nicht schädlich sind. Ja, also ich denke mir, dass man dann schon das eine oder andere Mal dann vielleicht ein Taschentücherl nimmt und kurz abtupft oder den Kindern vermittelt, also mir ist nicht das, zu mir reiben. Ist das noch, mir ist das noch Ihnen, nie passiert. Mir ist das persönlich auch noch nicht passiert, seit ich... Also auch wenn ich Sport mache oder auch schwitze, dann ist mir das irgendwie noch nicht unangenehm aufgefallen, dass da irgendwie die Sonnencreme zusammen mit irgendwie vielleicht dem Meerwasser oder auch dem Schweiß oder was weiß ich da ins Auge kommt und das brennt. Also ich kenne das von früher. Darum dass das geht es ja auch beim Surfen zum Beispiel. Kenn ich könnt nicht. Ja im Sport diese Sonnenemulsion in die Schleimhaut reinkommen und man reibt. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht auch der eigene Schweiß ist, der dann ja auch im Augenbereich vielleicht was verursacht oder auch Schwitzen generell. Das wissen wir ja, wenn uns Schweiß in die Augen reinläuft, das brennt ja auch, ne? Also müsste man halt schauen, dass man nicht unbedingt die Emulsion so aufträgt, dass man so stark schwitzen und wenn, dass man halt die Augenpartie ein bisschen ausspart, sodass dann über die Kriechbewegung genug rankommt an den Lidrand, aber nicht hineingeht. Und wenn ich richtig aktiv Sport mache und schwitze, dann muss ich mir halt auch ab und zu wieder mal abtupfen, abwischen, ne? Schönes Tonic aufsprühen
Und dann halt wieder neu eincremen, weil eine bestimmte Zeit hält ja unser Lichtschutzfaktor nur. Der ist ja nicht für, sag ich mal, stundenlanges im Freien draußen geeignet, weil er verliert ja auch über Schwitzen seine Wirkung, der Lichtschutzfaktor. Wenigstens kann man sagen, um die Hälfte geht uns ja verloren und im Wasser sowieso, weil da ist ja unser Lichtschutzfaktor nach 20 Minuten bereits wieder so zum Auftragen notwendig. Das muss man wissen. Nach 20 Minuten? Wenn ich jetzt sage mal, ich habe jetzt einen wasserfesten Lichtschutzfaktor und ich gehe damit ins Wasser, dann denke ich jetzt zum Beispiel auch an Meer, an Salzwasser und so weiter auf der Haut. Es entsteht ja Abrieb. Vorher habe ich mich auch vielleicht schon mal abgetrocknet und habe geschwitzt, dann verliere ich auch wieder Lichtschutz, weil ich nehme den ja mit runter. Also man muss schauen, wenn man so richtig schwitzt, dass man das dann auch wieder auffüllt, dass man darauf achtet. So, das mal generell, ne? Und dann haben wir ja auch alle möglichen Lichtschutzfaktoren, die für jede Haut geeignet sind. Also auch für Allergien auf Emulgatoren etc. in Lichtschutzemulsionen haben wir extra die fettfreien 10 bis 25, kann man sagen. Wir haben aber auch Lichtschutzfaktoren jetzt ganz neu einige Monate schon aufgelegt, die zwar einen chemischen Lichtschutz, aber nicht in dem Sinne einen schädlichen inhaltlich aufweisen, wie die schädlichen Lichtschutzfilter auf dem Markt, die man ja anhand der Inhaltsstoffe eindeutig identifizieren kann. So ist es uns gelungen, dass man jeden Kunden zufriedenstellen kann. Gell? Schön. Herr Pehler. Schön. Das freut mich also ganz besonders, dass wir heute ein bisschen plaudern konnten über Lichtschutzemulsionen. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie wieder mal bei uns im Point of Skin TV-Programm einladen darf. Ich möchte mich auf diese Art und Weise gerne von Ihnen verabschieden, meine lieben Zuhörer. Alles Gute und bleiben Sie uns treu. Alles Liebe für Sie.